So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen. Wir müssen krabbeln. Willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir sind in Zui und müssen die Tiere irgendwie zurückholen. Und Regenaltare. Ah, okay, werden vier Seelen befreit, beginnt es regnen. Bitte rettet unser Volk. Okay, wir müssen spezielle Gegner besiegen. Und hier ist dann der Ort, wo wir dann zurückkehren müssen. Nice to know. Und irgendwie muss man zu der Truhe kommen, aber ich habe keine Ahnung wie. Und die Donnerkröten müssen immer niesen. Was, kann man die Bodendinger aufheben? Was ist das? Ich weiß es nicht. Naja, laufen wir erstmal ein bisschen durch Zui rum. Die anderen zwei werden sich nicht so krass verstecken können. Ich bin froh, dass die Echsen One-Hit sind. So. Macht's doch Spaß, da durchzugehen. Die dritte. Du musst einen Regenaltar finden. Hab ich doch schon. Schau mal. Und dann geht's hier weiter, weil der Baum wird dann beregnet oder so. Maybe. Also vor den Tieren erstmal das Wasser zurückbringen. Oh. Nein. Oh, das war schon der letzte. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, chill doch. Hab ich jetzt. Oder. Ach nee, das ist auch ein Rückweg. Nee. Oh, ich habe auch das Gefühl, die Dinger gehen dann aus dem Weg. Gut, wir haben viel zu erkunden. Wenn es dann gleich regnet. Aber wir waren ja relativ linear. Was ist denn in den anderen Richtungen noch? Hier ist ja auch Zeug, was man erkunden kann. Au. Aber das macht gar nicht so viel Schaden. Jo. Du explodierst. Ah! Das geht in Kreisform? Ist ja mies. Kann man hier durchkrabbeln? Nein. Er hätte sein können. Und da unten ist halt noch grün. Dann will ich das Grün noch anschauen. Wenn man mitten in der Explosion steht. Au! Verdammt, ich habe die kleinen Viecher vergessen. Du explodierst. Ja, sollst du halt. Du explodierst. Droppst aber nichts, du gieriges Schwein. Dann sind die immer. Oh, ne. Ich mag's nicht, wie du lachst. Oh. Ja, gut, die Dinge, davon habe ich schon reichlich. Und Gegengift. Ah, okay. Wenn wir davon eh schon reichlich haben, dann setzen wir auch gleich mal so ein Heilungsding ein. Ja. Voll geheilt und yay. So, was mit dir? Als Dämonen auftaucht, beödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es jeder Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Danke, hämisch grinsende Piranha-Pflanze. Mit Nuflibis-artig. Was? Dunkle? Es regnet? Hä? Es regnet plötzlich? Ja, wir waren noch gar nicht am Altar. Au. Aber wir haben noch keine. Das ist ja witzig. Das wird einfach so aktiviert. Aber es wird auch tatsächlich nicht alles sofort nachwachsen, wie es aussieht.
Au. Ah, hier waren wir dann auch schon. Okay, okay, okay. Und hier ist der Ausgang. Na, gehen wir trotzdem mal. Verdammt. Boah, die halten ja gar nichts aus. Naja. Soll nicht mein Schaden sein. Ja, aber trotzdem wächst hier nichts nach. Also es regnet wirklich einfach so, aber hat noch keinen Effekt. Das Sonnenlicht bricht durch. Och Mann. Na gut, gehen wir einfach mal zum Altar. Swoop. Donnerkröte muss niesen. Gesundheit. Boom. Hallo. Ich fühle eine riesige Kraft. Oder so, keine Ahnung. Oh, jetzt verändern die doch das Land. Okay. Und das Wasser kehrt plötzlich auch zurück. Aber urplötzlich. Die Pflanzen sind auf dem kargen Boden zurückgekehrt. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere leben davon? Sag Mashallah. Tiere, natürlich. Die Tiere können nicht zurück. Weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn mehr Pflanzen wachsen, also sehr, sehr Öko-Fuzzi, kennen auch die Tiere zurück. Wir müssen anpflanzen. Die Möwe sagte, ich solle hier das Nashorn Lonzo, die Schildkröte namens Kamensky und Leon den Löwen finden. Und König aller Tiere treffen. Okay, dann treffen wir die mal. Nach einer Badespaßparty. Und so kommen wir an die Truhe. Ja, ja. Swoop. Ein, ja, Abwehr-Elixier. Okay. Weiter können wir nicht schwimmen. Oh Gott, wir haben die Kröten umgebracht. Oder zumindest die hier, die eine hier. Die ist ja elendig ersoffen. Mein Beileid, Kröte. Und es regnet auch wieder. Ja, Wasserspaß. Water fun in Zui. Dann können wir doch bestimmt jetzt da östlich lang. Ja, der Baum ist weg. Aber den Eingang sieht man kaum mehr. Zumindest bei Regen. Oh, zwei Truhen. Nice. Aber ja, Knolle und eine Dornenlanze. Ja, pass mal auf. Gucken wir mal. Ist wahrscheinlich besser. Ja, um eins halt. Ja, es gibt ja keinen Stein mehr, den wir zerbrechen müssen. Ab jetzt werden Pflanzen gestabbt. Und die Tiere überraschen mich immer noch. Müssen wir jetzt einfach nur zurück zum Tierreich? Oder was ist das Goal? Wir können auch hier nach Osten. Oh, doch Granitsperr? Warte mal. Och Mann. Gegengift, yay. Ja, ich möchte es nicht anwählen, ich muss. Na, dann kämpfen wir halt nochmal kurz ein bisschen mit dem Granitsperr. Sehr komisch, dass die Feuer...
Du musst einen Regenaltar finden. Ach so, es geht weiter. Okay. Ah. Das ist super komisch. Ich meine, die haben ja schon einen harten Panzer, ne? Dass unser Granitspeer da keine Explosion auslöst. Sehr dubios. Auch sehr dubios, wie man da reinkommt. Ah. Doch nicht sehr dubios. Yay, eine Heilknolle. Und yay. Das zweite Dings da. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, alles klar. Ihr seid einfach wassersüchtig. Gebt's doch zu. Oben geht's nicht weiter. Kann man... Nee. Ich gehe einfach mal nach links. Okay. Nicht. Ich gehe einfach mal nach rechts. Na du, diese Felswand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könnte. Welche? Das ist eine neue Attacke. Oh, wir sind vergiftet, oder? Level Gift. Du musst einen Ringaltar finden, alles klar. Ja, pass auf, das ist uncool mit dem Gift. Was ist Waldkraut? Gegengift gekaut. Vergiftungsgehalt. Was macht das? Fluch, okay. Anscheinend kommen noch Flüche. Wird ja witzig. Auf jeden Fall war das gerade das dritte Monster. Aber ich weiß nicht, wo wir jetzt lang müssen. Wir müssen den Regenaltar finden. Hier waren drei... Wow, chill, Brudi. Da war ja das, also eigentlich macht es ja Sinn, wenn das Zeug noch in dem Gebiet ist. So, noch die vierte Seele und der Altar, aber wie es aussieht, war das sackgasmäßig. Guck jetzt mal hier, weil da war ja eh noch, glaube ich, eine Truhe oder irgendwie sowas. Ich heb die nicht auf, nö. Ihr könnt mich mal. Ja, richtig gehört. Ja gut, hier ist auch noch Dürre. Also vielleicht gar nicht so abwegig, dass wir hier dann noch die vierte Seele finden müssen. Das ist doch abwegig irgendwie. Ah, ich muss sowas aufheben. Okay, aber wenn man direkt schmeißt... Oh, schön. Level 14 erreicht. Kraftpunkte um 9. Stärke 2. Alter, was ist das denn für ein Level? Ja, du lachst da einfach nur. Das war ja gerade krass. Die explodiert weiter. Nee, ich bin jetzt falsch, glaube ich. Hier muss nämlich schon längst Wasser fließen. Nee, das kann nicht sein. Hey, die ist nicht explodiert? Ich dachte, dass die explodieren immer. Oder explodieren die nicht bei Regen? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen nochmal da in dieses östliche Gebiet. Vielleicht war ich auch einfach so blöd, den Weg zu sehen. Weil es sollte schon da weitergehen. Oh. Hör mal auf zu sliden, Junge! Ja, okay, bei Regen explodieren die nicht.
Schön. Das Sonnenlicht bricht durch. Peng. Der ist aber schnell explodiert gerade. Alles gut. Ach, können wir da noch nicht irgendwas machen? Wir haben 3 Gegner besiegt. Muss ich hier den anderen Speer auswählen? Wir müssen ja schon irgendwie rüber. Klettern können wir auch nicht. Ach so, halt, wir hatten ja irgendwie mit... Donnerkröte muss niesen. Mit irgendwas durch die Wand. Willst du mal hier hin niesen? Nee, nicht... Nicht deinen ekelhaften Schleim. Hey. Nee, ich will nicht deine Rauche husten. Er kann nur das. Böse Kröte. Ah, man muss ja einmal angreifen. Okay, nee, das kannst du... Warte mal. Der Mann sieht instabil aus, haben wir gesagt. Piu. Ich probiere es jetzt einmal mit dem anderen Speer. Vielleicht fehlt genau dieser Kraftpunkt. Die wollen, dass da ein starkes Vieh dagegen rennt. Muss ich die doch zum Niesen bringen und dann halt den Angriff machen? Ich bin sehr confused. Ah, schön, nach einem Hit. Die zweite Kröte ist weg. Okay, komm mal hier hin. Au. Ah, okay. Wir haben uns opfern müssen. Sehr gut. Dann geht's hier im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.